Binnenschiffer transportieren Güter auf den Flüssen und Kanälen Europas. Ladungen wie Papier, Elektrogeräte oder Maschinenteile erreichen so in Containern ihr Ziel. Die Besatzung lebt oft einige Wochen an Bord, mal mehr, mal weniger komfortabel. 365 Tage im Jahr bewegt sich etwas auf den Wasserstraßen. Der Frachter Wilhelm Detmar nimmt Kurs auf Würzburg. Vor 4 Tagen haben Schiffsführer Werner Meyer und seine Crew bei Duisburg neue Ladung aufgenommen. Jetzt gleiten 2000 Tonnen Schlackensand, gut verpackt, im Bauch des Schiffes über den Main. Während der Fahrt kann Juri Bulang seine Arbeiten an Deck erledigen, Rost entfernen zum Beispiel. Juri arbeitet bei fast jedem Wetter im Freien, bei Kälte und Hitze. Nach der 3-jährigen Ausbildung zum Binnenschiffer darf er sich jetzt Matrose nennen. Seine Aufgaben an Bord sehen ganz unterschiedlich aus. Hauptsächlich ist halt die Pflege das Wichtigste, ne? Also streichen und reinigen. Und dann halt nebenbei halt auch noch das Steuern des Schiffes. Und natürlich das Laden und Löschen. Löschen, so heißt es im Fachjargon, wenn das Schiff entladen wird. Schon während der Ausbildung bringt Schiffsführer Werner Meyer seinen Azubis bei, das Schiff zu steuern, mit all seinen Tücken. Strömung, Untiefen, wenn sie Sturm haben und das Schiff ist leer, dann ist das natürlich sehr windanfällig. Und alle diese Dinge. Und das immer in Verbindung mit Wasser. Also da muss man schon etwas Gefühl für entwickeln. Sebastian Pfingst bringt genau dieses Gefühl fürs Wasser mit. Der 22-Jährige hat sich schon vom Matrosen zum Steuermann hochgearbeitet. Neben Wartungsarbeiten, die er an Bord erledigt, löst er immer wieder den Schiffsführer im Steuerhaus ab. Guten Tag, Wilhelm Detmar zu Berg, Elmacher an der Schiffswerft. Die Fahrt in die Schleuse stellt Sebastian vor besondere Herausforderungen. Das Schiff ist 10,5 Meter breit, die Schleuse gerade mal 12 Meter. Ohne die Kaimauer zu berühren, muss die Crew das Schiff durch die enge Schleuse manövrieren. Die Ausbildungsinhalte: Schiffe B- und entladen, auf Wasserstraßen navigieren, Pflege und Wartung des Schiffes, logistische Abläufe planen. Unter www.ichmachs.com gibt es mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Der letzte Morgen der Tour ist angebrochen. Das Ziel liegt 13 Kilometer flussaufwärts. Mit dem Auto ein Katzensprung. Das Schiff braucht noch fast 2 Stunden dafür. Juri teilt sich eine Kajüte mit dem Schiffsjungen. Über Handy und Internet halten sie Kontakt nach Hause. Die Crew verbringt bis zu 4 Wochen an Bord, rund um die Uhr auf engem Raum. Dann geht es 2 Wochen nach Hause. Das Schichtsystem variiert, je nach Reederei. Steuermann Sebastian hat ein eigenes Zimmer und eine Küche. Die Wohnung der Jungs liegt vorne im Schiff. Den kannst du auch so die halbieren oder was die 10. Binnenschiffer müssen teamfähig sein. Einzelkämpfer hätten es schwer an Bord. Das Einkaufen der Lebensmittel unterscheidet sich ziemlich vom Leben an Land. Muss man halt vorausschauend einkaufen, dann, weil meistens kommt man so einmal pro Woche oder manchmal auch 2 Wochen zum Einkaufen und dann muss man alles einkaufen und dann mit Tüten nach Hause schleppen, zu Fuß. Und fangen wir hinten an. Auf manchen Schiffen gibt es auch ein kleines Auto für solche Fälle. Mein wieder. Nach 5 Tagen Fahrt liegt das Ziel zum Greifen nah. Ein Betonwerk in Lengfurt bei Würzburg. Die Crew bereitet ihr Schiff für das Entladen vor. Es gehört zu einer Bremer Reederei, deren Frachter hauptsächlich in Holland, Deutschland und Österreich unterwegs sind. 9 Stunden dauert es, bis der Kranführer die 2000 Tonnen Schlackensand gelöscht hat. Die Besatzung plant das B- und Entladen genau. Denn Ladungen wie Soja und Kohle unterscheiden sich im Gewicht und müssen anders geschüttet werden. Eisenerz wiegt besonders viel. Es ist halt sehr schwer, ein Haufen. Ein Haufen wiegt, sagen wir mal, ungefähr 200 Tonnen. Und da ist der Laderaum nur halb voll. Und dann kann es sein, dass das Schiff durchhängt. Und da ist natürlich darauf zu achten, dass schon vorgekommen, dass Schiffe gebrochen sind, weil sie in der Mitte vollgehauen haben, Erz.
wie mit Kohle normalerweise gemacht wird. Und dann bricht das durch und ist halt untergegangen. Das war in Rotterdam zum Beispiel. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Technisches Verständnis, Teamgeist, handwerkliches Geschick, Zuverlässigkeit. Auf Wasserstraßen navigieren, das üben angehende Matrosen an einem Simulator im Schifferberufskolleg Rhein in Duisburg. Sarah Gladel steuert virtuell ein Schiff, das mehrere Ladungsbehälter anschiebt. Schubverband fährt aus dem Duisburger Hafen und geht anschließend zu Tal. Ist da noch Talfahrt oberhalb? Für Sarah ist es der große Traum, einmal selbst so ein Schiff über die Flüsse zu steuern. Hier im Simulator werden die angehenden Matrosen für Gefahrensituationen sensibilisiert. Aber nicht nur das Fahren will gelernt sein. Einen Frachter zum Stehen zu bringen, ist ähnlich anspruchsvoll. Der Anhalteweg kann ziemlich lang sein. Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob es beladen ist oder ob es leer ist, je nachdem, wie lang es ist, je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man natürlich gefahren ist. Und auf die Strömung kommt es auch an. Also zu Berg zu bremsen ist leichter als zu Tal zu bremsen, weil dann drückt das Wasser ja von hinten. Kommt halt auf die Situation drauf an. Zu Berg nennen Binnenschiffer die Fahrt gegen die Strömung. Zu Tal mit dem Strom. Je nach Wetterlage, bei schlechter Sicht zum Beispiel, muss Sarah auch das Radar nachjustieren. So weiß sie immer, wie weit andere Schiffe oder Hindernisse entfernt sind. Auch im Katastrophenfall müssen Binnenschiffer kühlen Kopf bewahren und anpacken können. In der Schifferberufsschule üben sie das. Die Aufgabe lautet, Leck abdichten mit Gegenständen, die man üblicherweise an Bord eines Schiffes zur Hand hat. Schnelligkeit und Teamarbeit sind hier gefragt. Sonst steht einem das Wasser bald bis zum Hals. Es gibt zwei Berufsschulen für Binnenschiffer in Deutschland. Eine in der Nähe von Magdeburg, die andere in Duisburg. Hier in Duisburg leben die Azubis 3 Monate am Stück auf dem Schulschiff Rhein, eine Art Internat auf dem Wasser. Hier wird gegessen, geschlafen und nach der Berufsschule müssen alle mit anpacken. Abspülen, abtrocknen und schrubben, eben alles wie auf einem ganz normalen Schiff. Aber die Besatzung vermittelt den Schiffsjungen und Mädchen auch Praxis und Theorie. Aufbau des Nachens ist ein anderes. Hier zum Beispiel trainieren sie, das Beiboot zu Wasser zu lassen. Wer Binnenschiffer werden will, braucht ein ärztliches Attest über seine gesundheitliche Eignung. Im Vergleich zu anderen Ausbildungen verdienen Binnenschiffer während der Lehre sehr gut. Für den Beruf entscheiden sich wesentlich mehr Männer als Frauen. Wir sind es gewohnt, unter Männern zu sein, weil an Bord ist es ja genauso. Aber auf einen, also man bekommt halt schon viel geholfen. Also die denken immer, man wäre irgendwie noch so ein bisschen schutzbedürftig und wollen dann immer ein bisschen helfen. Das ist eigentlich schon recht nicht so schlimm, wie man sich vorstellt. Ellenbogen braucht man auch. Die schon auf jeden Fall. Also bei manchen Sprüchen muss einfach, geht das eine Ohr rein, andere Ohr wieder raus. Einfach nicht beachten, nicht zuhören. Oder halt wirklich auch mal ein bisschen kratzbürstig sein und was dagegen sagen. Aber das läuft schon. Die Schiffsjungen und Mädchen lernen wichtige Handgriffe für den Arbeitsalltag an Bord eines Schiffes. Fingerfertigkeit ist beim Spleißen gefragt. So nennen Matrosen die Technik, die Laien wohl eher an kunstvolles Flechten erinnert, die aber an Bord von Schiffen dazu dient, stabiles Tauwerk zu produzieren. Denn mit Tauen lassen sich zum Beispiel große Frachter an der Kaimauer festmachen. Links unter links, genau, okay. Dann der zweite linke. Und auch Schiffsknoten müssen die angehenden Matrosen spätestens in der Abschlussprüfung wie aus dem FF drauf haben. Denn Eigenschaften von wirklich gut gemachten, fachmännisch gemachten Schifferknoten. Negative Seiten. Lange Dienstphasen. Kälte, Hitze, Nässe. Schmutz. Binnenschiffer werden nicht nur in der Frachtschifffahrt eingesetzt. Auch die Personenschifffahrt bildet Matrosen aus.
Dafür hat sich Uwe Tanz entschieden. So, das ist eins. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die Reederei, für die Uwe arbeitet, bietet auf einem hochmodernen Katamaran Rundfahrten auf dem Rhein an. Die Matrosen kümmern sich um den Einlass der Passagiere, helfen älteren und gehbehinderten Menschen die Gangway hinab aufs Schiff. Ja, jetzt bin ich froh auf dem Personenschiff, da habe ich immer andere Leute und sowas. Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. Uwe ist am Eingang auch erster Ansprechpartner Hallo. Für die Passagiere. Fragen zu Tickets, Abfahrtszeiten und Routen richten sie häufig an ihn. Mit einem Auge immer die Uhr und die geplante Abfahrtszeit im Blick, müssen die Matrosen rechtzeitig das Schiff startklar machen. Und dann heißt es, Leinen los. Während die Touristen die Fahrt genießen und die meisten auch die Aussicht auf Kölns Sehenswürdigkeiten, geht die Arbeit für Uwe an Bord weiter. Die Pflege des Schiffes gehört zu seinen Aufgaben. Nach einigen Rundfahrten am Tag sind die Fenster beispielsweise mit Fingerabdrücken übersät. Je nach Bedarf begleitet Uwe mehrmals am Tag ein- bis zweistündige Rundfahrten. Manchmal stehen Ganztagestouren auf dem Programm. Während des Sommers leben die Matrosen längere Zeit an Bord, erzählt Schiffsführer Heiko Felix. Die Arbeitszeiten an Bord eines Fahrgastschiffes unterscheiden sich vom Leben auf einem Frachter. In der Frachtschifffahrt ist es eigentlich gang und gäbe, dass die Schichten fahren. Die haben ihre festen Schichtsysteme, meinetwegen 20, 10 oder 14, 14. Die fahren 14 Tage, gehen 14 Tage nach Hause. Das hat man in der Fahrgastschifffahrt eher weniger, weil es größtenteils doch ein Saisonbetrieb ist, wo der ganze Sommer durchgearbeitet wird. Aber ansonsten ist im Großen und Ganzen, nimmt man freie Tage und Urlaub über eine Wintersaison. Ne? Schulabgänger mit qualifizierendem Hauptschulabschluss oder mittlerer Reife haben gute Chancen, einen Ausbildungsplatz als Binnenschiffer zu bekommen. Uwe hat seinen Traumberuf gefunden, immer unterwegs auf dem Wasser. Karrieremöglichkeiten: Steuermann, Schiffsführer, Schiffsinspektor, Unternehmer. Unter www.ichmachs.com gibt es mehr Infos dazu. Der Frachter Wilhelm Detmar gleitet inzwischen auch über den Rhein. Mit neuer Ladung, dieses Mal tonnenweise Soja, geht es vorbei an Düsseldorf. Ziel ist ein Hafen an der holländischen Grenze. Die Crew ist neu gemischt. Sebastian ist wieder dabei. Schiffsführer Arthur Berger und Matrose Jannik sind jetzt mit an Bord. Ein Hamburger, ein Bayer und ein Rheinländer. Binnenschiffer müssen manchmal weite Wege von oder nach Hause zurücklegen, weil sie irgendwo unterwegs zu- oder aussteigen. Für Sebastian genau das Richtige. Er kann sein Fernweh ausleben und sein technisches Wissen einbringen. Denn schon in der Ausbildung lernen die angehenden Matrosen, große Schiffsmotoren zu warten und kleinere Reparaturen zu erledigen. Mit der Prüfung zum Rheinpatent und einigen Weiterqualifizierungen erklimmt Sebastian bald die Karriereleiter. Wie viel Platz habe ich vorne? Dann wird er selbst Schiffsführer und damit Chef an Bord sein. Mit 22 Jahren sehr jung. Aber Schiffe zu steuern liegt ihm irgendwie im Blut. Wenn ich eine Schleuse fahre und dann gibt es Leute, die haben keine Lust darauf, auf einen Zentimeter da reinfahren. Und gibt Leute, also ich finde, also mir bringt das richtig Spaß, weil das halt diese Abwechslung wieder ist. Und das ist so ein bisschen so Fingerspitzenarbeit. Das ist schon eine Herausforderung irgendwo. Und das bringt schon Spaß. Binnenschiffer. Ein Beruf für flexible, zupackende Menschen. Mit der Perspektive, einmal selbst ein Schiff zu steuern.